spielen wir Humankind weiter. Es muss ja weitergehen. Auch nach Impfung ist halt mein Pflasterdeutschen abgemacht. Danke, Dob-i-dit. Dobi-dit. Dobi-i-dit. Nee, Fieber habe ich nicht mehr. Ich habe heute Morgen schon kein Fieber mehr. Der Impfer war so schnell bei mir. Ich habe gar. Der hat. Eigentlich, ich habe das Gefühl gehabt, der hat meinen Arm nur eingesprüht einmal und dann war ich fertig plötzlich schon. Plöpp, plöpp, plöpp. Schönes Wochenende. Ebenso. Haut rein. War Mittwoch, aber ich war ein bisschen durch. Ja, jetzt habe ich einfach nur Hitzewallung. Als wenn ich in Wechseljahre komme. Was habe ich denn für Wissenschaftsenergien denn hier? Mal eben kurz akklimatisieren. Da wir die Nähe haben zu den Angesagten, können wir diese Technologie sofort freischalten. Ich denke mal, das ist für. Ah ne, ist für Geld. Oder wir können die Forschung halt stärken. Also sind die Angelsachsen in der Forschung weiter als ich. Und ja, das Impfzentrum bei uns ist auch inzwischen sehr... Ja. Was, ich kann keinen Vasallen aus denen machen, weil das Reich zu groß ist. Und das noch schlimmer ist übrigens gerade hier. Das erinnert mich jetzt wirklich so ein bisschen an Paradox-Titeln. Weil du gewinnst den Krieg und dann darfst du erstmal... die aussuchen, was willst du denn behalten? Und ganz toll, dass du nämlich gar nicht siehst, wie diese Gebiete heißen. Mein Gott, ist das schrecklich. Entschuldigung. Keine Bewertung. I appreciate your wonderful actions. The world is full of new opportunity. I can live with this. So wie fit seid ihr, Stabilität sieht gut aus, dann könnt ihr auch was weiteres andocken lassen. Wie sieht das hier unten aus? Roma 6, nee, geht zu 100%. Dann kann Roma das hier angliedern. Kriegen wir einen neuen Epochenstern. Ja, da fehlt mir jetzt der Einfluss. Müssen wir ein paar Runden nochmal machen. Das Spiel hat nichts von, also nicht viel von Hearts of Iron 3, Age of History oder Crusader Kings 3.
Hier können wir noch Themen hochziehen. Ja, kriegstechnisch ist das ja dann wohl erstmal die Sache gewesen. Weil wir keine Kriegsunterstützung haben. Let's go, let's go. Yo, yo. Na, welche Stadt hat die schlechteste Stabilität im Moment? Ihr bekommt dann den Obelisk der Götter. Weil das Stabilität bringt. Na, und ist das größte Problem bei denen? Und hier hatte ich doch angefangen, den Wissenschafts... Zweig hier weiter auszubauen. Dafür ist übrigens diese Einbildung ganz gut. Da kannst du nämlich sehen, wo die unterschiedlichen Bezirke sind, die die Einflüsse haben auf die Stadt. Wie hier Wissenschaft, ne, Produktion, Einfluss, beziehungsweise Stabilität. Eigentlich ganz cool. Warum darf ich das schon spielen? Weil ich einfach ein super sympathisches Kerlchen bin und mit den Entwicklern seit längerem einfach nur liebevoll verbandelt bin und seit fast 10 Jahren YouTube-Kanal betreibe im Bereich Strategie und Simulation und Rollenspiele. Deshalb darf ich dieses Spiel schon spielen. Und auch schon präsentieren, bis ich in die Moderne komme. Großschwertkämpfer. Aber ich muss sagen, bei dem Spiel ist das gar nicht so schlimm, dass Leute schon früh Zugriff haben, um das zu präsentieren. Mein Gott, es gab so viele Szenarien, die man vorher zeigen durfte und spielen. Nein, ich bin der Imperator der Spielkultur. Du kannst doch nicht sagen König. Ein König und ein Imperator sind Unterschiede. König kann es nämlich auch unter dem Imperator sein. Nee, ich sag nicht mehr, dass ich mich hochgeschlafen habe. Ich habe festgestellt, dass manche Entwickler es nicht so gut finden, wenn man das sagt. Dass du irgendwelche Schwänze gelutscht hättest. Oh, ich bin ja schon durch die Epoche durch. Was möchte man jetzt sein? Holländer, soweit kommt's noch. Hau denn no Saune. Joseon, Ming-Chinesen, Mongolen, Osmanen, Polen. Ah, Polen wäre eigentlich cool wegen Flügelhussaren. Flügelhussaren finde ich eine coole Einheit in allen Spielen. Haben schon in vielen Spielen Age of Empires Schlachten entschieden. Dann wären wir zu den Polen. Wer von Wölfen umzingelt ist, muss sein Schwert ziehen. Wenn ich das richtig weiß, gibt es 5 Zeitalter. Und ist auch okay, wenn ich Expansionisten nehme, weil ich die Azteken als Nachbarn eh noch besiegen werde. Ich denke mal, von den Angelsachsen muss ich jetzt nicht mehr viel erwarten, weil ich habe recht viel von denen genommen.
over here. Off we go. Can't do it. Ich habe so viele Moves gemacht, dass ich jetzt durcheinander gekommen bin. So, vom Berg runterlaufen, gibt ja auch einen kleinen Bonus für den Angriff und dann sollte es schon gewesen sein. Hat zwar jetzt viel Haut drauf gemacht, aber es ist schon okay. Often the Poles are chosen for their striking winged hussars. The hidden bonus is that they come with pierogies. Oh, ich sehe der Kamera echt so ein bisschen schwitzig aus. So, Militärsteine kriege ich nämlich mehr Punkte, also Ruhmpunkte für in der Epoche. Das ist übrigens eine Sache, es ist eigentlich so, weil ich habe das Gefühl, du kannst ja nicht einfach alle niedermähen. Du musst halt, Moment, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 7 Epochen übrigens. Weil es geht ja um den Wettstreit nach Punkten. Und dementsprechend, was du packst, gewinnst du dann das Spiel am Ende. Aber es ist jetzt auch wieder nur Militäreinheiten zerstören. Das kriegen wir hin. Grenzübertritt. Ja, ja. Wobei, ihr könnt jetzt mal zurückgehen, weil ich kann jetzt endlich ein Upgrade machen. Für unsere Fernkämpfereinheiten. Hallo Zier. Gibt es im Spiel Katzen? Es gibt auf jeden Fall eine Entscheidung, wo du festlegen musst, ob du Katzen oder Frettchen einsetzt. Was? Du hast keinen Hafen? Doch, das hier ist doch der Hafen. Bauen wir unser Spezialgebäude. Das erzeugt mehr Einfluss. With 5 research quarters, you're going to run out of questions to answer. Naja, wenn du irgendwann Humankind 2 spielen willst, kannst du ja jetzt anfangen, einen YouTube-Kanal hochzuziehen und da deine Freizeit reinzuballern.
Formation! Go this way. Head back! Guter Track gerade, ey. Auch wenn der schon, glaube ich, gefühlt seit 5 Minuten läuft. So, ihr bleibt da alle mal stehen. Noch mehr Forschung. Komm, einer geht doch. 109 Wissenschaft. Die Musik ist ganz okay. Wie lang? I am listening. Pay me a modest sum, and I can forget this ever happened. So, ihr seid generell im Krieg. Eiserne Reserve. Als Militaristenkultur verfügt ihr über die Affinitätsaktivität Aktion Eiserne Reserve. Wählt eine eurer Städte mit Linksklick aus und aktiviert mit Linksklick Eiserne Reserve, um sofort eine komplette Miliz aufzustellen. Die größte Armee wird von eurer derzeitigen Maximalanzahl an Einheiten pro Armee bestimmt. Jeder Milizsoldat verbraucht eine Bevölkerung in der Stadt, in der er erzeugt wird. Achtet darauf, genügend Bevölkerung zu haben, um eine vollständige Armee auszuheben. Aber Miliztruppen sind nicht so stark. Also wie richtige Soldaten. Macht da alles keinen Sinn. Ich habe übrigens noch nie einen Marktviertel gebaut. Kriege ich 19 raus an der Stelle. So, dann mach das zuerst. Das dauert mich nur 2 Runden und wir haben wieder eine Entscheidung. Die Kultur erblüht im gesamten Reich und ein berühmter Maler hat mit seinem Werk indirekt eure Herrschaft kritisiert. Er wohnt in der weltoffenen Stadt Memphis und sein neuestes Gemälde, das reichlich Aufmerksamkeit erregt, stellt einen gefräßigen Riesen mit herunterhängendem Fleisch dar.
der sich an Zuckergebäck gütlich tut. Ich unterstütze das. Ich bin nicht so, dass eine Karikatur von mir mich ärgert. Von der Forschung sind wir übrigens noch nicht in der frühen Neuzeit. Ich bin zu schnell. Oh, meine Forschung ist zu schlecht. Unterstützung der Gläubigen. Ich habe jetzt nur geguckt, dass ich dann eher, also ich kriege mehr Kriegsunterstützung. Wenn andere Fraktionen ablehnen, ihre Gräueltaten zu bezahlen. You come to me with a proposition. Let us see what is possible. Ich glaube, dass Produktion, wenn ich von Anfang an sehr auf Produktion gegangen bin, dass das ziemlich overpowered ist. Das muss ich auch nochmal ausprobieren. Weil die Rundenzahlen sind hier schon, finde ich, kostbarer als bei Civilization. Wodurch natürlich Einsparungen durch Produktion, also ausreichend Produktionspunkte, wahrscheinlich am meisten bringt. Verhindert Revolution im Reich. Bis jetzt wollte hier noch nie jemand Revolte anzetteln. Hat eine eurer Städte ein oder mehrere Gebiete, die unter dem Einfluss eines anderen Reichs stehen, könnt ihr unter Umständen gezwungen sein, eure Verordnung zu wechseln. Ihr könnt diesen Wunsch auch ablehnen, aber das senkt die Stabilität des Reiches. Nö, das lehne ich ab. Sovereign, how can I help you? Our demands weren't met, therefore our treaty is dead. Mourn not too long. The time for compromise with insolent partners is over. I end our treaty. Our demands weren't met, therefore our treaty is dead. Mourn not too long. The time for compromise with insolent partners is over. So, dann ziehe ich mal alles. Und ihr wartet da runter. Auch wenn unsere Truppen nicht mehr die aktuellsten sind. Greetings, Sovereign. Are you with me or against me? Go! Erklär ich einfach Überraschungskrieg.
Was befindet sich außerhalb der Sichtlinie unserer Einheit? Zu viele Truppen. Aber man kann nicht genug Truppen haben. Das geht irgendwie alles nicht von der Sichtlinie. Da müssen wir uns wohl durchkloppen. Von da wirst du ihn doch bestimmt sehen. Nee, trotzdem außerhalb der Sichtlinie unserer Einheit. Das ist ja richtig Kacke vom Gelände hier. Die Optik erinnert dich an Civ, weil es ähnlich ist wie Civ. Also es ist ein 4X-Spiel, was natürlich in derselben Sparte ist wie Civilization. Oder Endless Legion, was halt von denselben Machern ist. Und so weiter und so fort. Deshalb, ja, es geht in die Richtung von Civilization. Das war jetzt einfach Automatik. Das geht auch ein bisschen schneller. Zwei Gegner. Ja. Sie haben ausreichend Militäreinheiten vernichtet. Aber geht nochmal über die Grenze zurück. Da kann ich euch nochmal auffüllen, von der Heilung her. Kein neues Wunder beansprucht werden. Basilius-Kathedrale. Stabilität, Ruhm, Glaube. Der Machu Picchu.
eine Zitadelle hoch oben in den Wolken, von denen aus der Herrscher alles überblicken kann. Eure gesamten Städte erhalten Nahrung, die 50% der in der Stadt Machu Picchu produzierten Nahrung entspricht. Plus 100% Produktion für gemeinsame Projekte. Taj Mahal. Das ist extra Geld. Ich glaube, dann nehme ich das Nahrungsding. Jetzt macht das ja sogar mal Sinn, in die Stadtübersicht zu gucken und zu schauen, welche Stadt die meiste Nahrung produziert. Ich hätte mich jetzt nicht gedacht, dass das Thebes ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Memphis die meiste Nahrung produziert. Weil das hier ja eigentlich mal eine Wissenschaftsstadt ist. Machu Picchu hört sich nett an. Machu Picchu ist halt... Ich glaube, kannst du Machu Picchu heute noch besuchen, ne? Aber ist halt verfallen. Bevor ich jetzt was Falsches sage. Machu Picchu, mach mich schlau. Alter Gipfel ist eine gut erhaltene Ruinenstadt in Peru. Die Inka gebauten ist im 15. Jahrhundert. Und er hatte mal Bilder davon gesehen. Und ich glaube, ich habe mal eine Doku darüber gesehen. An sich witzig, wie anmaßend wir heute sind, dass unsere Städte alle da bleiben, wo sie zurzeit sind. Weil eigentlich ist das ja so, dass der Mensch ständig wechselt, also beziehungsweise Zivilisation und Gebiete aufgegeben werden zugunsten für andere Bauplätze, die wichtiger sind, also besser sind für den Menschen. Der Amerikaner, der es wieder entdeckt hat, ist das reale Vorbild für Indiana Jones. Jetzt kommen die ganzen Trash-Wissensgeschichten. Ich habe heute irgendwie... Ich war heute Mittag mal kurz am See für 2 Stündchen mit dem Hund, mit Picknickdecke und alles und habe einfach überlegt, dass ich eigentlich von der Welt nie was gesehen habe. Großartig. 5 farmers' quarters for one city. Somebody is going down in history with the title of the satiated. Der Gesättigte. Kriminelle Sklaven. Moment, bin irritiert. Ohne verfügbaren Berg nicht möglich. Achso, der muss wirklich auf dem Berg drauf sitzen, wie den hier. Du kannst das nur eben abschließen. Du kannst dann da mitmachen. Alle Städte sollen doch bitte das Weltwunder bauen. Ja, wir haben aktuell eine Minus-Nahrungsmittelproduktion in einer, nicht in Memphis, sondern in Sousse. Aber in Sousse baue ich doch schon ein neues landwirtschaftliches Gebiet.
So, die schwere Infanterie wird wahrscheinlich jetzt meine Legionäre ersetzen. Ja. Aber mir fehlt Eisen dafür. Es ist das übliche... Die haben Eisen. Ich habe nur ein Eisen, ich brauche zwei Eisen. What concerns you today? Ach komm, ich habe einfach Krieg gegen alle. Ups, zurück. Scheiße. Ach so. Ist ja eh egal, weil ich habe eh zu wenig Eisen. Wann kann ich Nock angreifen? Zipper. Das wird schon werden. Ich hätte meine Truppen vorher noch mal ein bisschen hochpimpen sollen. Belagert erstmal, damit wir ein paar Tribox haben. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesehen, wie die in der Belagerung wirken. So, und unterstützt jetzt die Produktion von Machu Picchu. Bald sollten wir da auch genug Nahrungsmittel haben in Sus. Ja. Ich falle hier überall ein. Eine findige Ingenieurin, die wegen ihres Glaubens aus ihrem Land vertrieben wurde, bietet euch ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse an. Sie möchte sich in Thebes niederlassen, da sie glaubt, dort am besten arbeiten zu können. Ihre Pionierarbeit im Maschinenbau könnte wichtig sein, doch sie gehört nicht der Religion Ägypter Polytheismus an, weshalb die Angelegenheit kompliziert sein könnte. Nö, wir bürgern die einfach ein. Glaube ist doch nicht so wichtig. Wir sind alles ein, alle eins. So, das könnt ihr wegplündern. Das könnt ihr angliedern. Oh, mein Gott, Stabilität fällt auf null. Minus 100 aufgrund angegliederter Gebiete. Na toll. Minus 50% stabil von Ablehnen. Status. Aber so, ja. Habe es richtig schön
ausgegeben, Kohle, was unnötig war mit dem Einfluss. Ach, Moment. Plündert den mal und zerstört den. Boah, das Gebiet hier ist aber auch scheiße zum Laufen. Darf ich das einfach sagen? Ich komme hier nicht voran. Ich hänge hier in allen Ecken immer fest. As feudal structures prove practical for both farming and warfare, certain codes and practices arise that, ideally, ensure a fair and honorable society. Ich bin auch ein bisschen irritiert vom Aufbau des Spiels, weil du hockst halt hier und weniger Verschmutzung. Und es wirkt halt so, als wenn das so das erste Level ist, ne? So der erste Content, auf den du bist, ist das erste Level, in dem du erstmal die ersten zwei Gegner besiegen musst. Und dann gehst du rüber auf den zweiten Kontinent, wo es dann halt einfach nochmal tricky wird, weil die natürlich sich abseits von dem Kontinent entwickelt haben. So, jetzt stehen alle in dem Unterstützungsding drin. So, das könnte man eben kaufen. Und direkt noch ein Freudenviertel. Gebiet beansprucht. Und wenn Thebes den zweiten Anhieb können wir direkt aufbauen, dann sind wir auf 94 Stabilität. Und nächste Runde gliedere ich den an, habe ich mich zwei Eisen und kann meine ganze Infanterie upgraden. Ein ausländischer Seemann mit besten Verbindungen hat sich an euren Hof gewandt, um Mittel für eine Expedition zur See zu erbitten. Er scheint sehr ehrgeizig zu sein. Und die Ablehnung in seinem Heimatland hat ihn offenbar schwer getroffen. Er möchte von der Hafenstadt Memphis aus aufbrechen, um auf dem Seeweg eine schnelle Route in ferne Länder zu finden. Total super. Ich kann ja Kolumbus nicht ablehnen an meinem Hofe. Verdammt, das war eigentlich mit der Angliederung vorhin nur das Problem, dass auf wegen irgendeiner Geschichte habe ich Stabilität verloren. Irgendwas habe ich abgelehnt, das fanden die richtig scheiße. Ja, unterstützt ruhig am Machu Picchu.